mache ich auch eine Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video. Wie, hallo, liebe Kinder. Ja. Benni besteht ja, jetzt kommt noch ein schwuler Regenbogen. Hol die ja alle mal hier. Hier war es wieder der, was war das noch, der Berater, glaube ich, ne? Ja, glaube schon. Der das schwule Scheiße macht. Nee, der schwule Scheiße macht, das ist gerade Lars. Füll mal alle. Ui. Ja. Kannst du mal probieren. Das wird schon. Wir wollen die alle, das gefällt mir. Ich war einfach Max übertreibt einfach ein bisschen mit dem DPS. Eine Million DPS. Das ist doch entspannt. Das war doch schön. Ja, finde ich auch. Da kann man gut mit leben. Das können wir aber nicht allzu häufig. Wir sind halt alle gut im DPS, AOI. Ja. Ich mache gerade selber 300k DPS. Ich habe irgendwie überall verkackt und trotzdem irgendwie. Martin hat voll die krasse Burst-Phase. Ich sag ja, ey, voll die krasse Burst-Phase. Vielleicht halt Retri. Ja. Obwohl Retri im AOE auch gar nicht so schlecht ist. Aber das ist halt doch das Einzige, was er kann. Einmal ein bisschen AOE Burst und das war's. Problem bei mir ist, mein Burst hängt halt von meinem Tod im Verfall ab und das hat 30 Sekunden Cooldown. Oder hat keinen Bock zu heilen, wäre ganz nett. Jo, ich da brech den auch zwischendurch noch. Wurscht. Berater! Rauf da mit Gebrüll! Und macht abbauen. Immer schön feste drauf. Oh. Komischer Kreiselscheiß, was ist das denn? Das überhaupt was, das Kreiselzeug? Ah ja, verängstigt und macht ein bisschen Damage. Ich glaube, ich pull gleich was. Ne, hier ist ja gar nichts. Na gut. Okay, ich kann sowieso keinen von denen looten. Hm. Die Zahnfüllung der Seelen kommt jetzt. Zahnfüllung? Ja. Das Amalgam der Seelen. Ne? Achso. So, hier kurz. Bursten wir, oder? Ja. Ja. Jetzt hier noch eine Minute Cooldown auf meinen Burst. Oh, ich also pull. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Na, das ist aber schlecht. Ja, der Pulltimer war halt noch nicht abgelaufen. Ja, kann vielleicht ich bin ich in Range gelaufen, kann sein. Ich vor ihr stehen. Wieso, sie macht doch gar keinen Cleave. Also solange sie das nicht macht, macht sie ja keinen weiteren Cleave. Aber neulich hat es auch irgendwie vergessen, da wegzulaufen. Ja gut, aber... Er hat's nicht vergessen. Ja. Ey, du scheiß Ed. Hallo. Fahr noch weiter auf den Boss, weil wir sind erst weit weg. Zack, zack, zack. Hier sind zwei, lol. Ich mach mal das eine hier. Okay, das ist tot. Ey! So wurde ich reingezogen. Na gut. Oder? Ah, 50% mehr. Geht. Easy. Oh. Hab's vergessen. Easy Lars und Max einfach tot. Ich hab kein Leben verloren, deshalb dachte ich mir so, ja, easy. Aber ich hab ein bisschen was verloren. Was kann ich denn dafür? Hä, wieso ist der Scheiß auf mir? Na egal. Och Mann. Oh, der Boss ist ja schon tot. Na gut. Ich kann nicht looten. Ja, Blut von Zacharias. Kann ich looten? Also ich hab ja ne... Weiß ich nicht. Oh, ich hab... Ah, ich hab den ersten ID. Ah, okay. Okay, na, dann ist ja nicht so schlimm. Wieso hast du nur den ersten ID? Ja, war wahrscheinlich eine Ah ja, stimmt, es war eine übelste Kackgruppe. Wir sind einfach fünfmal gestorben bis zum zweiten Boss. Okay, verständlich, das ist... So, yo, wahrscheinlich. Mach mal auf, hier.
Ich finde besonders cool, die Waffe von dem richtig leise. Von dem Roten finde ich besonders cool, so eine richtig hässliche Sense einfach. Ist das ein Steinchen? Nee. Das ist erstmal ein Spinnchen. Was? Laktosius? Ja, Laktosius, okay. Oh Gott. 1,8 Millionen. Ja, ich will aber von dem AOE-Dings weggehen. Shit. Deshalb würde ich von dem AOE-Dings weggehen. Sehen Sie diesen grünen Wirbel? Ich sag extra, geht nicht mehr weg da? Ich versuche mal Max wieder zu beleben. Vielleicht klappt's ja. Hat's geklappt? Jo. Sehr gut. Du sollst jetzt aber nicht reinlaufen, du hast echt kein Leben. Wieso stecke ich jetzt fest? Weiß ich nicht. Ich stecke hier in der Wand fest, ich komme nicht mehr weg. Ich brauche hier. Gut. Okay. Martin? Ich wollte dich eigentlich gerade retzen, aber gut. Oh ja. Ich dachte, du hast Maske auf, deswegen. Nee, ich hatte Max auf andere Art geretzt. Evi? Ja, ich habe das Messer benutzt. Du hast ihn einfach mit dem Messer wiederbelebt. Ja. Shit, ich hab das weggeschmissen vorhin. Ich hatte das auch noch im Inventar. Bescheuert. Ich kann dir so ein Ding herstellen. Das ist gut. Aber es kann nur Engie benutzen, oder? Weiß ich nicht. Hm. Nicht mehr. Nee, nicht mehr. Krass. Echt? Dann kannst du uns ja allen. Jeder benutzen kannst du ja. Genau, kannst du ja jeden manchmal. Ja, mach ich gleich. Der Battle Rats ist halt nur vom Prinzip her ziemlich scheiße. Der Battle Rats ist auch deshalb ziemlich scheiße, weil du nur 50% Chance hast. Ja, egal. Aber du hast eine Chance. Ja, klar. Mehr auf 1% Leben halt oben. Und wie viel Chance auf Retzen habe ich als Krieger? Naja, ich würde mal sagen, die relativ Menschen sind 0%. Warte mal. Noch ein Brecherschlag. Schluss dann mit dem Messertanz. Kein Bock zu tanzen? Kein Schaden, der Messertanz. Nein, der tut nur so. Der will nur spielen. Benni, der Geist ist der Diener, ne? Nur damit du das weißt. Das wird, glaube ich, auch ein Running-Gag bleiben, einfach. Ich glaube, ja. Fährte ist die Katze. Nicht der Typ. Achso, wollen wir auf den... Hebel? Hier ist Nummer. Sehe ich nicht ein. Heilsalve. Also kann die Pfeile reinstellen, Jungs. Ja, was dann? Nee, reinstellen. Soken. Ja, die Pfeile soken. Die Pfeile. Mach doch deinen Schiss nochmal den Schlag. Ja, ich brauche aber erst noch 2 Jahre. Hast du eigentlich schon ein bisschen was hochgeladen? Ja, ich habe einen Dungeon, also ich glaube verliest der Wächterin komplett, ja. Ja, die habe ich inzwischen komplett hochgeladen. Von einem View? Nee, ich glaube 14, 15, 16, irgendwie sowas. Kannst du den Zünder in den Bogen schützen? Ja, ja. Ja, nee, ist schon da. Naja. Und Burst. Nee, verschwindet random zwischendurch mal mein Pad. Das ist voll seltsam. Macht Urlaub. Was? Macht Urlaub. Achso, na gut. Das kann natürlich sein. Du hast wahrscheinlich das Skript nicht gelesen. Ich habe mein eigenes Skript nicht gelesen. Na gut, ich kann ja auch kein Klingonisch. Eben. Ich frage mich dann, wie ich selber geschrieben habe. Das hat einfach nur geschrieben, ja. Das weiß ich selber nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber gut. Schreiben kannst du lesen nicht, okay. Ja. Ich bin ein Legastheniker. Genau. Das ist der Hauptgrund. Natürlich. Das ist der einzige Grund. Deswegen kann ich Klingonisch auch. Weil alle Legastheniker können Klingonisch. Das habe ich jetzt einfach so festgelegt. Schreiben, aber nicht lesen. Ja, natürlich. Legastheniker können dafür gar nicht lesen. Ja, das ist nicht mein Problem. Die einen zurückholen, aber... Die haben keinen Bock. Oh, die kommen erst, wenn die tot sind.
Ja, genau deswegen wollte ich jetzt. Aber die brauchen auch, die kommen nicht instant. Nicht? Oh, ich stehe mit einer Fallsalve drin, das ist gar nicht mal so klug. K-L-O-K. Lars ist gleich tot. T-O-T-T. T-O-T-T. Lars ist gleich ein Tote. Ist euch nicht aufgefallen, dass ich das vielleicht entsprechend umändern wollte? Nein. Okay. Das ist niemandem aufgefallen. Noobs! Bla 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 bla. Soll ich den letzten Mal zurückziehen? Was willst du? Lass uns zurückgehen hier. Lars. Auf der Lars ist tot. Der Lars ist tot. Aber das ist ja dunkler Ansturm. Hä? Was für ein dunkler Ansturm? Ja, oh gut, schade, Jungs. Das war der Boss. Wäre es Lars einfach. Oh. Ja, ich würde ja gerne, aber geht ja im Moment noch nicht. Das finde ich echt sehr interessant, dass wir da den Boss gepult haben, wie auch immer wir das gemacht haben. Ja, ah, ich sterb gleich. Okay, lass einfach fallen lassen, glaube ich. Ja, gut. Verhütet. Ah, endlich. Beware. Irgendwie wollen die mich nicht hauen. Ah, jetzt. Wie bitteschön haben wir den Boss gepult? Ich weiß es nicht, aber es hat gut funktioniert. Beware. Das passiert irgendwie oft. Das war beim letzten Mal auch so, bei dieser komischen Gruppe. Okay. Ich würde jetzt einfach mal auf Funkensturm tippen. Die Konstante ist da. Mal die Nein. Einfach mal ins Blaue geraten. Muss ich einfach mal die Nein. Ja. Oh, ich bin mehr oder weniger komplett rot. Mehr oder weniger? Ja, aber ich stelle ein Rap-Ding. Bei mir steht hier irgendwo eine Kiste. Wo ist denn die Kiste? Kiste, Kiste. Gib mir die Kiste. Gib mir die Kiste. Warte, ich weiß mal, ein Rap-Ding für Max stellen. Gib. Adresse. Die einfach in euch einschlägt, so. Ins Gesicht. Reparaturmodus aktivieren. Kann auch gleich rappen. Amazing. Amazing. Okay. Extraordinary. Ich glaube, nachher bin ich auch schon raus. Nu. So, geh los, komm. Okay. Bogenschützen zuerst? Ich nehme mal keine Antwort als ja. Mach das. Achso, jetzt hat die Bogenschütze einen Akku auf mich. Ja, ich glaube, ich habe sie zu lang gehauen. Okay. Irgendwie kommt das kontrolliert doch ein bisschen besser. Ja, voll. Ohne Ausfallsturm drin. Ach komm. 20. Der Bossansturm war halt echt böse. Ach Quatsch, der war doch super. Weg mit deinem blöden Stun. Beware. Das ist ein kleiner Raum hier, kann die anstören. Ach Quatsch. Nicht jetzt. Sollte noch ein bisschen gestunt sein. Fünfzehn Sekunden, please. Was war hier drüber zu beachten? Killen. Ja gut, killen, das stimmt, aber... Jetzt töten, AOE ausweichen. Ja, irgendjemand kriegt den Ansturm auf sich. Und ja, und da soll die beiden...
Ja. Möglichst nicht zusammen, zu nah zusammenstehen, weil sie dir Klefe macht und die springt halt. Lass einfach irgendwie einen Platz frei, wo man stehen kann. Ja. Wird schon gehen. Okay, fertig? Standardbesprechung, also rauf da. Ja, auf, rein da. Genau. Wann bürsten wir? Sofort. Oder? Gut. Ich nehme das jetzt mal. Cold. Ansturm auf mir. Ich mache den Ansturm auf mehrere. Oder auch gar nicht. Ja, ich habe Akku. Irgendwie ist sie, warum hast du Akku? Okay. Random Akku. Ja, das war merkwürdig gerade. Den Ansturm irgendwie. Hattest du Akku? Obwohl du gar kein Akku haben hättest dürfen. Vielleicht haben wir sich verbuggt. Ja, ich mache jetzt erstmal meine Burst-Phase. Scheiß drauf. Ja. Ich habe die ganze Zeit nur 70k DPS gemacht, weil ich die ganze Zeit nur meine Burst-Phase vorbereitet habe. Und irgendwie nichts passiert ist. Komische Beschwörer. Ich habe hier so ein Ad. Hm. Ein Sweet Sweet. Anscheinend keinen Bock auf mich. Da ist mal halt mächtige Ruhm. Also schick aus. Ah, schon wieder. Das sah doch schick aus. Das ist natürlich wichtig. Natürlich. Mal was anderes. Ne? Ein schön Kreis. Mit. Lars malt während des Bossfights. Mal mein Penis. Ja, Lars, mal mein Penis, genau, los. Ja, warte. Komm, zeig, was du kannst. Ich finde, das ist ein Erfolg für Game. Der sieht aber ungesund aus. Der sieht aber sehr ungesund aus, Lars. Willst du das mitteilen? Hast du da irgendwie Probleme? Es ist schade, wenn die Mystics nicht mehr ernst zu nehmen sind. Ja, die sind halt die ganze Zeit bei 100% ja lame. Der Lars hat ja auch nur gemalt, der muss ja auch nicht heilen. Oh cool, ich hab irgendein Rückenteil bekommen. Crit Mastery, will das jemand haben? Ja. Okay. Weiß ich noch nicht. 48. Okay. Ne, ich hab 850. Ne, ich hab 845. Okay. Gut, also kriegt Lars das gleich zum Zaubern. Ich hast gerade den Stein geküsst oder was war das? Was? Nee. Das sah so aus, als ob reingegangen bist und direkt den Stein ins Gesicht gekriegt hast. Na, das bugt manchmal nee, ein bisschen rum. Ich bin ausgewichen. Hä, wo seid ihr? Ich nach bin oben gelaufen? Ach so. Digga, den kann man so skippen. Der Freeze. Ja, den kann man so skippen, aber der ist für Quest. Achso. Okay. Nein. Oh, ätzend. Ja, ich bin bald da. Können wir den gerne skippen, aber das bringt uns halt nichts für die Dungeon-Quest. Der wirbelt ja dann mal ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, wir sollten ihn nicht hier drinnen tanken. Nee, das glaube ich auch langsam. Ich zieh ihn dann schichten zurück hier. Überwältigen. Ja, lass uns mal runterlaufen hier zu dem großen Raum. Das ist vielleicht irgendwie angenehmer, ja. Wurde irgendwo ein bisschen weit weggehauen. Der Boss verwirrt mich. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Ja, da kann er schön Flammenwirbel machen, das ist gut. Blablabla. Digga, wie viel Leben der hat. Ja, der hat irgendwie ganz schön viel. Der hat mehr als der Boss gerade. Echt? Ist irgendwie schon ein bisschen traurig. Kabum. Warte, ich pull ihn hier zum Boah, Boss. Ich war's, ich wurde runtergeboxt. Haha. Ja, lauf wieder hoch, scheißegal. Oh, ich werd wieder. Wo rennt der hin? Wir ziehen hier zu dem Bossplatz. Du bist ja ein unglaublich netter Mensch. Ja, ab und zu. Wenn er gerade nicht damit beschäftigt ist, Penisse zu malen. Ja. Genau. Dann ist er ein unglaublich netter Mensch. Ansonsten nicht, oder was? Nein. Beim Penis normalen kann man kein netter Mensch sein. Alter, wie oft wird er es denn noch machen? Ja, er ist halt Stunman. Wenn Stunts in der Brüche ist, dann macht er danach gleich nochmal. Was ein Sack. Oh, die Felder werden immer größer, das ist ja auch ekelhaft, ne? Ja, die machen aber nichts. Nicht? Ja. Vielleicht will er einen Penis machen. Doch, mal. Die machen angeblich stark. Also ganz ehrlich, wenn das ein Penis sein soll, was er gemacht hat, ne? Du musst das als großes ehrlich, Ganzes betrachten. Guck ihn dir doch mal an. Genau. Man
Meinst du nicht, er macht das danach dann nicht mehr, wenn man ihn stunt? Oh, ich hab da Spaß. Das war. In der Güte. Wieso kann ich das denn eigentlich? 80 Artefakt machen. Ich hab 360 okay. bekommen. 380. Ne, 380 meine ich. Ja, Max, dein Artefaktwissen ist halt quasi nicht vorhanden. Warum auch immer. Hast du einen schon oder zwei? Ich hab auf zwei. Ja gut, dann hast du auch nur einen weniger als ich. Artefaktwissen Stufe 2 habe ich derzeit. Ja, ich hab drei kriege ich morgen. Du hast nur 80 gerade bekommen? So. Ja, weil ich, ja, Achso, er hat einen schon den kleinen bekommen, deshalb. Ach, das ist ja witzig, wenn der Boss da ist, ist ja alles tot. Voll gut. Ist eigentlich viel besser, wenn die Dinger da sind. Ist hier mit der Kiste. Ist hier drinne? Ah, das ist ja geil. Ja. Crap. Verdorbener Stängelkäse, den wollen wir unbedingt haben. Lecker. Aber wenigstens ein paar Ressourcen. Fünfmal sogar. Das klang jetzt echt begeistert. Oh, geil. Ja, mein oh Gott. Steine! Max läuft erstmal in den Stein rein. Kann man mich retten? Ups, ich auch. Bist du tot? Ich wurde runtergekickt. Also im Moment ist gerade schwierig mit dem Retzen, dafür müssen wir ein bisschen lange stehen bleiben. Ja, brauchst du nur hochlaufen, ne? Hoch und wenn Herr, stell dich doch nach unten, mich kriegst du so noch geretzt, Lars. Von unten, glaube ich. Also hätte ich jetzt ein Armeemesser, ne? Dann könnte ich dich auch retzen. Ja. GZ. Ich mach nachher welche. Ich bin einfach straight reingelaufen und wurde von zwei Dingern direkt überrollt. Ich wollte vergessen, dass da was kommt. Ich wurde von einem überrollt, gestunt und von zwei überrollt und runtergekickt. So, wenn wir jetzt sowieso gerade eine kurz, sozusagen so eine erzwungene Pause machen, da ich Leute retzen, unterbreche ich mal kurz die Aufnahme und mache eine neue. So, und da ich jetzt, da ich ja auch wahrscheinlich auch irgendwie Abmoderation machen soll, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Max.